noch ein Wort in Richtung AfD. Ihre offenkundige Bigotterie in diesen Fragen, Frau von Storch, ist erbärmlich. Erbärmlich, dass Sie es wagen, während zwei Drittel Ihrer Fraktion hier durch Abwesenheit glänzt. Dass Sie es wagen, eine solche Rede zu halten, ist unfassbar. Sie laufen bedenkenlos neben den Corona-Leugnern, die ununterbrochen im Netz und auf der Straße eine vermeintliche jüdische Weltverschwörung propagieren. Herr Höcke spricht vom Mahnmal der Schande. Für Herrn Gauland sind die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands ein Fliegenschiss. Sie relativieren das Menschheitsverbrechen der Shoah und sie bagatellisieren die deutsche Verantwortung, und sie tun es ständig. Aber jetzt, wenn Sie meinen, diese Diskussion zu nutzen, um Ihren antimuslimischen Rassismus verbreiten zu können, halten Sie hier solche verlogenen Reden. Das ist unerträglich, meine Damen und Herren.